Ja, wenn ich hier über den Hof laufe, die Sonne scheint, die Blätter fallen im Herbst runter in all ihren verschiedenen Farben, dann denke ich immer einfach, das Leben ist sauschön. Wir sind hier im dünn besiedelten Umland von Berlin, in Gransee, in Brandenburg. Und das ist ein perfekter Ort, um auch mal rauszukommen aus dem Einfluss von 16 WLANs, die in der Stadt Berlin gleichzeitig auf einen einprasseln. Erstmal würde ich sagen, sind Schafe das Paradebeispiel für nicht digital, analog, entschleunigt, unwissenschaftlich und untechnisch. Aber beim genaueren Hinsehen kann man feststellen, dass die Ohrmarken, die Schafe haben, RFID-Tags drin haben. Und damit sind sie mithilfe eines Lesegeräts ortbar. Und das zeigt eben diesen Kontrast. Wir können der Digitalisierung gar nicht entrinnen. Ich leite eine Nachwuchsforschungsgruppe. Wir betrachten spezielle digitale Dienstleistungen, Online-Shopping, Smart Homes, selbstfahrende Autos und dergleichen und untersuchen, wie können wir die digitalen Technologien auf das sinnvolle Maß, aber auch eben auf das Nötigste begrenzen und gleichzeitig, wie können wir sie so gestalten, dass sie möglichst dazu beitragen, dass gesamtgesellschaftlich Energie- und Ressourcenverbräuche runtergehen. Ich bin dann ein guter Wissenschaftler, wenn ich die richtigen Fragen stelle, wenn ich die öffentliche und politische und wissenschaftliche Diskussionen so beeinflussen kann, dass sich Forschung in Richtung Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit entwickelt. Man kann super eine Balance finden zwischen digitaler und analoger Welt. Ich bin Tilman Santarius, arbeite an der Technischen Universität Berlin, am Einstein Center Digital Futures und am Institut für ökologische Wirtschaftsforschung.